Praktikum Physikalische Chemie. Die Wanderungsgeschwindigkeit des Permanganat-Ions. Wird in einer Elektrolytlösung mit Hilfe von zwei Elektroden eine Spannung angelegt, kommt es zum Stromfluss in der Lösung. Dabei dienen die Ionen, die in der Elektrolytlösung dissoziiert sind, den Ladungstransport in der Lösung. Die Ladungsträger in Form von Kationen und Anionen bewegen sich im elektrischen Feld zu den entsprechenden Elektroden. Diese Wanderungsgeschwindigkeit kann gemessen werden. Bei Elektrolytlösungen, die aufgrund ihrer Farbe eine scharfe, klar erkennbare Grenzschicht zu einer Lösung bilden, kann die Wanderungsgeschwindigkeit durch das Verhältnis des zurückgelegten Weges der Grenzschicht zur Zeit der Ionengeschwindigkeit bestimmt werden. Die Ionengeschwindigkeit ist abhängig von der elektrischen Feldstärke. Die Feldstärke kann über diese Formel berechnet werden. Hierbei ist Z die Ladung des Ions und E die Elementarladung. Dieser Kraft wirkt die stokische Reibungskraft entgegen. Hierbei entspricht die Viskosität der dynamischen Viskosität von Wasser. Beide Kräfte sind bei konstanter Ionengeschwindigkeit gleich. Durch Gleichsetzung und Umstellung der Gleichung erhält man die Formel zur Berechnung des Ionenradius R. In diesem Versuch wird die Wanderungsgeschwindigkeit von Permanganat-Ionen unter Einwirkung zweier verschiedener elektrischer Felder bestimmt. Zudem wird die Beweglichkeit und die Ionenleitfähigkeit des Ions berechnet. Über die Wanderungsgeschwindigkeit kann mit Hilfe des Stokeschen Gesetzes der hydrodynamische Radius des Ions berechnet werden. Das Kernstück der Apparatur besteht aus einem offenen U-Rohr, an das in der Krümmung ein Glasrohr angesetzt ist. Dieses Rohr verbindet das U-Rohr mit einem Vorratstrichter. In diesem Trichter wird bei geschlossenen Hahn eine Kaliumpermanganatlösung gegossen, in der 80 Gramm Harnstoff pro Liter gelöst sind. Der Hahn wird geöffnet, bis die Bohrung des Hahnes luftblasenfrei mit der violetten Lösung gefüllt ist. Die Lösung, die sich jetzt im U-Rohr oberhalb des Hahnes befindet, wird mit einem dünnen Schlauch abgesaugt. Verbleibende Reste werden mit einer Kaliumnitratlösung verdünnt und erneut abgesaugt. Anschließend wird das U-Rohr bis zur 3 cm Marke mit der Kaliumnitratlösung gefüllt. Dabei ist der Hahn geschlossen. Die beiden Elektroden werden auf die offenen Enden des U-Rohrs gesetzt und auf gleicher Höhe eingestellt. Die Elektroden werden mit einem Netzgerät verbunden. Der Abstand zwischen den Elektroden wird mit einem flexiblen Schlauch ausgemessen. Aus diesem Abstand wird die Spannung errechnet, die eingestellt werden muss, um eine Feldstärke von 1 bzw. 3 Volt pro Zentimeter zu erzeugen. Dann lässt man die Permanganatlösung unter der Kaliumnitratlösung durch vorsichtiges Öffnen des Hahnes aufsteigen, bis die Elektroden eintauchen. Die Grenzschicht zwischen beiden Lösungen sollte nicht durch Erschütterung des Tisches verwirbelt werden. Die Höhe, in der sich die Permanganatlösung eingestellt hat, wird im rechten und im linken Schenkel des U-Rohrs genau abgelesen und notiert. Der Stromkreis wird geschlossen und gleichzeitig die Uhr gestartet. Das Anion wandert nun zur Anode. Die Strecke, die es zurücklegt, wird abgelesen und notiert. Nach 25 Minuten ist die erste Messung beendet. Die zweite Messung wird vorbereitet und durchgeführt. Kommen wir nun zur Auswertung. Die Wanderung von Permanganat-Ionen in einem elektrischen Feld wurde untersucht. Zunächst wurde der Abstand der Elektroden bestimmt, um die Spannung zu wählen, damit die richtige Feldstärke eingestellt wird. Der relative Fehler berechnet sich aus dem Ablesefehler bei der Bestimmung des Abstandes der Elektroden. Die Ergebnisse für die Feldstärke 1 Volt pro Zentimeter bzw. 3 Volt pro Zentimeter sind in Tabelle 1 und 2 zusammengefasst. Die Differenz der Schichthöhe muss bestimmt werden. Um die Wanderungsstrecke zu bestimmen, wird die vom Ion zurückgelegte Strecke gegen die Zeit in einem Diagramm aufgetragen. Aus den Trendlinien der Geraden werden die Wanderungsgeschwindigkeiten bei der entsprechenden Feldstärke ermittelt. Der relative Fehler kann über die RGP-Funktion errechnet werden. Zuletzt werden Beweglichkeit, Ionenleitfähigkeit und Radius des Ions bestimmt. Hier beispielhaft für die Messung 1. Die Beweglichkeit berechnet sich über das Verhältnis der Wanderungsgeschwindigkeit zur Feldstärke. Der relative Fehler summiert sich aus den Fehlern der vorherigen Fehlern. Die Ionenleitfähigkeit berechnet sich aus dieser Formel. Unter Zuhilfenahme des Stokeschen Gesetzes wird der hydrodynamische Radius des Permanganat-Ionus berechnet. Die Viskosität wurde aus der Tabelle des Praktikumskriptes bei einer Temperatur von 23 Grad ermittelt. Die Ergebnisse für Messung 2 erfolgen analog. Das Auswerteblatt wird mit den Ergebnissen und den relativen Fehlern ausgefüllt. Auf die signifikanten Stellen wird geachtet.